Ja, diese Anfrage hat eine interessante Historie. Die Junge Freiheit hatte ja schon 2017 die Regierung gefragt, ob es da Zahlen gäbe über die Einreise über den Flugweg. Die Zahlen wurden damals von der Regierung geleugnet. Wir allerdings haben eine Antwort bekommen, damals 2018 das erste Mal. Und das Ergebnis war hochinteressant. 30% derjenigen, die zu uns kommen, illegal hereinkommen, kommen über den Flugweg. Diese Reisewegsbefragung der Regierung ist zwar nicht repräsentativ, aber doch ein deutliches Zeichen, dass es da einen anderen Weg gibt, der sehr häufig genutzt wird. Ja, das sind Befragungen von Migranten, die die Bundesregierung sozusagen vornimmt. Das heißt, wir sind nicht sicher, dass diese Angaben komplett stimmen. Und es wird auch nicht jeder befragt, bisher jedenfalls nicht. Das wird wohl jetzt kommen. Aber trotzdem ist das ja eine starke Zahl, wenn sich über eine große Zahl von Befragten ergibt, dass etwa 30% per Flugzeug kommen. Das ist eine spannende Frage. Wo liegt der letzte Abflughafen? Das war eine Konsequenz, die ich gefordert habe aus meiner letzten Befragung, bei der wir herausbekommen haben, dass 30% per Flugzeug einreisen. Denn über diesen letzten Abflughafen können wir tatsächlich nachvollziehen, wie die Migrantenrouten verlaufen, ob es da auch Änderungen über die Zeit gibt. Und diese Zahlen werden jetzt neuerdings erhoben. Nur leider können wir sozusagen über diese Zahlen nicht reden. Das Ganze steht jetzt unter Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Da bin ich einigermaßen aus den Latschen gekippt, als ich das gelesen habe. Denn bisher hat es ja auch funktioniert. Nur es gibt eine Änderung. Wir haben also diesmal mit abgefragt, was die letzten Abflughäfen sind. Und darüber will man offensichtlich die Öffentlichkeit nicht informieren. Die Bundesregierung begründet das mit dem Staatswohl, mit Sicherheitsinteressen. Da kann ich auch nicht so ins Detail gehen. Das halte ich aber für völlig verfehlt. Also ich denke, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, hier transparent informiert zu werden, wie die Menschen hier ins Land gelangen, irregulärerweise, und auch auf welchem Weg sie hereingelangen. Wir werden jetzt alle rechtlichen Schritte prüfen. Es ist nicht das erste Mal, dass auf unsere Anfragen nicht ausreichend oder teils gar nicht geantwortet wird oder das Ganze eben unter Geheimschutz gestellt wird. Wir meinen, diese Dinge sollten an die Öffentlichkeit, und es müsste eigentlich auch im Interesse der Merkel-Regierung sein, dass solche Antworten an die Öffentlichkeit kommen. Wir brauchen die Transparenz, gerade weil das Vertrauen der Bürger in die Politik verloren gegangen ist angesichts der rechtswidrigen Grenzöffnung 2015. Wir brauchen hier Klarheit und Offenheit. Die Bürger wollen wissen, wie die Menschen hier illegal über die Grenze kommen. Ist im vorliegenden Fall ein Hinblick auf das Staatswohl erforderlich? So.